Moin, Servus und Ahoi, liebe Angelfreunde, herzlich willkommen bei MX Fishing Germany und heute bei diesem schönen winterlichen Tag, wie ihr seht, es kommt reichlich Dampf aus der Gosch, wollen wir ein bisschen Forellen fischen, ganz entspannt wieder, mit OL-Ausrüstung wie immer, sonst immer auch und ja, schaut einfach mal zu, ich erkläre mal wieder alles, was ich so mache, wie ich es mache. Wie ihr im Preview gesehen habt, habe ich schon ein bisschen was gefangen, nämlich so um die 3 Stück. In den ersten halben Stunde, dreiviertel Stunde circa, habe wieder ganz entspannt angefangen. Erstmal schön Kaffee trinken, aufwärmen. Ja, und wir haben heute -3 morgens. Die Sonne kommt langsam vom Hügel. Und ja, es wird hoffentlich ein bisschen wärmer, weil jetzt zurzeit frieren die Rutenringe natürlich richtig schön zu. Man muss aufpassen, dass man nichts abreißt. Die Fische sind aktiv, man fängt sie auch, also überwiegend viele haben schon gefangen und auch eine schöne Lachsforelle von 3 Kilo wurde schon in den ersten 3 Würfen gefangen, genau hier neben mir und ja Freunde, jetzt machen wir mal weiter, gucken, dass wir was ans Band kriegen. Ja, man muss zwischendurch immer wieder die Rute spülen, wie ich das nenne, im Wasser, damit die Rutenringe wieder frei werden. Weil, wie gesagt, bei 2-3 Grad minus friert das Ganze recht schnell zu und ihr verliert dann schnell Köder und auch Fische im Drill. Deswegen immer wieder die Ruten ein bisschen spülen, aufpassen, dass sie nicht gleich sofort auswerft. Und das ist halt so ein bisschen schwierig im Winter. Und da kann man auch leider nicht so viel machen. Also selbst mit ein bisschen Öl hält das Ganze nicht so lang und ja, man muss trotzdem aufpassen. Jo, wie habe ich heute angefangen? Erstmal wieder mit grellen Spoons natürlich, grelle Farben, orange, pink, chartreux und ganz grelles Grün natürlich. Ja. Morgens typisches Verhalten, wenn die Fische aktiv sind, hungrig sind und das Licht noch nicht stark da ist. Ja. Wir haben noch keine Sonne auf dem Wasser eigentlich. Erstmal die auffälligen Farben benutzt und natürlich auch die aktiven Spoons, das heißt den Ando in erster Linie in 2 verschiedenen Gewichten, weil ich natürlich schnell herausfinden will, in welcher Schicht die Fische so unterwegs sind. Habe erstmal schwer angefangen mit 2,8 Gramm und habe dann gleich sofort einen Saibling erwischt, weil diese Fischarten natürlich meistens oder oft grundnah stehen, ja. Deswegen der schwere 2,8 Gramm. Über den Grund gezogen, also knapp über den Grund und da kam auch schon der erste Saibling. Ja, dann habe ich mit 2,4 probiert, ein bisschen höher vom Grund sozusagen, circa auf 1 Meter Tiefe und da kamen schon die ersten Portionsforellen und ich habe den Spoon jetzt so 4 Sekunden absinken lassen, ganz langsam vorgeführt, also erstmal mit 2,8, 2,4 angefangen, aktiv mit Ando. Ja, der Besatz wird jetzt auch gemacht, vor circa 10 Minuten. Die Fische müssen sich jetzt erstmal so ein bisschen adoptieren, aber man sieht sie auf jeden Fall, die sind hier auch aktiv am Aufsteigen, am Springen und ja, man sieht auch, dass viele Angler immer wieder was fangen, also verteilt über den See, also es ist jetzt nicht so, dass nur an einem Platz was geht, sondern man sieht halt immer wieder ab und zu, dass jeder was fängt und das ist doch schon mal eine schöne Sache. Da war sie, Freunde. Ist nicht hängen geblieben, leider. Ganz zackhaft, kurz angestupst. Ja, das ist wieder so ein typisches Verhalten, wenn sie ganz aktiv sind morgens. Dann müssen wir einfach durch jetzt erstmal. Kurz angedotzt im Spoon, aber nicht hängen geblieben. Aber was das Schöne ist, man spürt das Ganze auch richtig gut in die Hand mit den Ruten von Azura. Die Diabolo ist da richtig, richtig feinfühlig. Also selbst auf Entfernung habe ich jetzt diese kleinen Stupser mitgekriegt und vielleicht sogar zu früh angeschlagen. Das kann auch sein. Aber das ist doch schon mal schön, wenn man Kontakte mit dem Fisch mitkriegt. Ja, dann weiß man, dass die Farbe und das Bund schon mal gefällt.
Da haben wir den nächsten, Freunde, wieder auf den 2,8er. Ganz, ganz tief am Grund eigentlich. Fast überm Grund schon geschleift. Mir hat's gefallen. So ein hübscher. Und der Spoon dazu, der neue 2,8 Ando. In diesen schönen grellen Farbe. Super für aktive Fische und auch morgens, wenn die Sonne noch nicht so da ist, für Trübes was. Und funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Wie gesagt, jetzt habe ich den Spoon fast schon beim Grund schleifen lassen. Ganz langsame Präsentation und hat sich schön reingehängt. So, Freunde, wie ihr seht, sind die Teiche bei der Teichanlage Finkenbach eisfrei. Wir haben nun da hinten ein bisschen im Schongebiet Randeis. Ansonsten ist alles eisfrei, auch die großen Mietteiche und der kleine Mietteich ist alles beangelbar, aber wir haben natürlich Kälte, Minusgrad. Ich glaube, es sind jetzt heute Morgen -3 gewesen. Und ja, ich habe schon ein bisschen was gefangen, wie ihr gesehen habt. Und jetzt geht es erstmal weiter. Hab mir erstmal hier schön warm Kaffee geholt. Ja, und wir schauen, wie es läuft. Ich warte eigentlich, bis endlich die Sonne hinterm Hügel rauskommt, dann wird es auf jeden Fall wärmer. Aber jetzt frieren noch die Rutenringe zu und es ist nicht so einfach. Fische werden gefangen, Fische sind gut besetzt. Wieder wurden große Lachsforellen gefangen innerhalb von der ersten halben Stunde, was hier eigentlich kein Wunder ist bei der Teichenlage Finkenbach. Jetzt machen wir mal weiter, Freunde. Gucken wir, dass wir noch ein paar Fische fangen. So, Freunde, jetzt habe ich mal wieder etwas Größeres erwischt. Mal schauen, ob ich es rauskriege. Oh ja. Hängt nur an einem Haken. Schon ganz nah am Ufer. Jawohl. Leider ohne Leichtbiss. Aber jetzt haben wir wieder hier eine richtig fette 3 Kilo Forelle erwischt. Super geil. Mit einem Wobbler. Erster Wurf mit einem Wobbler. Sofort hängen sie dran. Schöne Sache. Zeigt sie euch jetzt noch mal ein bisschen genauer. Jetzt erstmal versorgen. Ja, Freunde, jetzt hängt der Wobbler noch im Kescher. So schaut sie aus. Eine richtig schöne 3 Kilo Lachsforelle. Also die Arme reichen nicht aus, um sie ganz ins Bild zu bekommen. Aber das machen wir gleich an der anderen Kamera. So, Freunde, da ist der schöne Fisch. Circa 3 Kilo würde ich sagen, also geschätzt. Ja, jetzt ist noch ein bisschen dunkel, deswegen seht ihr den vielleicht nicht so schön, aber auf diesen kleinen Wobbler hat sie sofort zugelangt beim ersten Wurf. Richtig cool. So, Freunde, und da habe ich schon wieder, sagen wir mal, den Zweifel widerlegt, dass man mit leichtem Geschirr auch richtig schöne Fische fangen kann. Wie schon öfters die Azura Olivia bis 5 Gramm. So kann man es vielleicht besser sehen. Genau, bis 5 Gramm. 0,3 PE geflochtene Schnur, Azura Safina und ein 0,14er Fluorocarbon-Vorfach. Mit einem kleinen Wobbler. Und das Einzige, was passiert ist, im Kescher hat es leider den kleinen Haken hier aufgebogen. Den zweiten Haken, der nicht am Fisch gegangen ist, seht ihr hier. Hat es ein bisschen zerstört, aber ansonsten funktioniert das Ganze wunderbar. Ihr müsst nur darauf achten, dass die Bremse nicht zu fest eingestellt ist, dass ihr den Fisch vorsichtig drillt natürlich und euch Zeit lässt, obwohl es jetzt recht schnell ging. Aber ich sag mal so, wenn ihr fleißig übt, habt ihr auch nur genug Erfahrung, um auch große Fische schnell auszudrillen. Funktioniert auf jeden Fall mit Ultralight-Geschirr wunderbar. Jo, Freunde, das war's mit dem Angelvideo von heute. Ich habe fast vergessen, euch den Schluss noch zu filmen vom heutigen Angeltag, deswegen jetzt vom heimischen Parkplatz. Ja, war eigentlich ein angenehmer Angeltag für den Angler. Die Fischer haben da so ein bisschen die andere Meinung gehabt dazu. Es hat überwiegend morgens, vormittags gebissen und nach dem Besatz. Was funktioniert hat, habt ihr ja gesehen in diesem Video. Die Köder, ganz gut heute der 2,8er Ando. Überwiegend fast alles mit Spoon gefangen, die eine schöne Lachsforelle mit einem Wobbler. Und ja, mittags war die Flaute so richtig drin und nachmittags auch, also richtig, richtig zackhaft, ein paar Bisse auf Gummis gehabt.
haben wir gar nichts mehr so richtig gefangen. Ja, deswegen war die ganze Action eigentlich vormittags. Ja, und heute ist wieder mal so ein Fall, wo es sich lohnt, das Video zu Ende zu schauen von mir. Nämlich, ich habe ein bisschen Neuigkeiten für euch. Wir haben uns was überlegt, zusammen mit dem Shop fischmit.de und meinem Shop, ja, MX Fishing Store. Und zwar ist es jetzt so, Freunde, also wir führen da jetzt ein Dankeschön für euch ein, nämlich für die ganzen Likes, für die Support-Einkäufe, für die Fans von meinem Kanal. Und ab jetzt ist es so, falls ihr für 50 Euro entweder bei mir im MX Fishing Store oder bei fischmit.de bestellt, egal was bestellt, ab 50 Euro Einkaufswert bekommt ihr ein Los sozusagen. Und jeder Einkauf ab 50 Euro ist ein Los. Egal, wie gesagt, ob bei mir oder bei fischmit.de. Und vierteljährlich verlosen wir diese Lose sozusagen. Und da kann man auch was richtig Schönes gewinnen. Vierteljährlich, wie gesagt, und ab jetzt jeder 50 Euro Einkauf inklusive Versand nimmt teil an der vierteljährlichen Verlosung. Ich denke mal, ist schon mal was richtig Schönes für euch, oder? Als ein Dankeschön für eure ganze Unterstützung. Jo, Freunde, hiermit beende ich dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Schreibt einen Kommentar, wie ihr dieses Verlosen findet oder das Angeln allgemein für heute. Und jo, Freunde, Dankeschön auf jeden Fall nochmal. Und ich verabschiede mich und wir sehen uns das nächste Mal wieder am Wasser.